Neben mir sitzt Claudia Dietrich, die deutsche Festivalleitung des Stettiner Filmfestivals. Schön, dass Sie da sind. Danke, es freut mich sehr. Danke auch. Wie lange gibt es die deutsch-polnische Kooperation denn schon? Die deutsch-polnische Kooperation gibt es schon einige Jahre. Wenn ich mich richtig zurückerinnere, dürfte es das 11. Jahr eigentlich sein. In dieser Zeit begleite ich das Festival. Das Festival hat verschiedene Etappen durchlaufen. Seit 3 Jahren ist es ein eigenständiges Festival als Szczecin-Rujuplin Filmfestival mit einer Doppelspitze gewissermaßen, eine deutsche und eine polnische Festivalleiterin, Festivalleiter, also Dr. Wojcik als polnischer Festivalleiter und ich als deutsche Kooperationspartnerin. Ja, wie lange plant man denn schon im Voraus für so ein Festival? Oh, das Festival ist natürlich immer ein bestimmter Zeitraum im Jahr. Hier ist es eine reichliche Woche. Was man nach außen natürlich immer nicht sieht, eigentlich heißt das Ende des Festivals immer auch der Anfang der Vorbereitung schon für die nächste Ausgabe. Also wir arbeiten ganzjährig. Heute natürlich über die Möglichkeiten der neuen Medien kann man vieles also auch voneinander entfernt organisieren, machen, bearbeiten. Aber es ist eine ganzjährige, sehr intensive Arbeit eines zunächst kleinen Teams, was dann gegen Ende also oder mit Beginn des Festivals anwächst auf, ich denke mal, Ronne Braun, so 30 Leute im Team, die sich um viele Aufgaben kümmern. Wissen Sie eigentlich auch, wie das die Einheimischen hier aufnehmen? Besuchen die das Festival dann auch? Also ich beobachte gerade in den letzten 3 Jahren eine zunehmende Beachtung des Festivals in Stettin und natürlich auch in der Region, auch auf der deutschen Seite. Und die letzten Tage und mit gestern, mit Beginn mit dem europäischen Wettbewerb, das Kino war einfach voll und wir mussten Stühle hineintragen. Ja, was wünscht man sich mehr, als dass das Publikum kommt, die Filme interessant findet und es hinterher also auch noch sehr viel interessante Diskussionen mit den Filmemachern gibt. Ich denke, das Festival hat in den letzten Jahren an Aufmerksamkeit, an Wahrnehmung, nicht nur in Stettin, sondern auch über Stettin hinaus genommen. Ja, wie kam es denn dann eigentlich zur Zusammenarbeit mit den deutschen Studenten, also mit der DEKRE Hochschule? Ja, wie gesagt, es lag nahe zu sagen, wir arbeiten also in Europa, insbesondere natürlich mit unserem Nachbarland, mit dem Nachbarland Deutschland, mit der Region in Mecklenburg-Vorpommern zusammen. Und wir suchten natürlich nach Möglichkeiten, vor allen Dingen junge Menschen, also auch in dieses Festival einzubinden und auch ein Stück weit, das Leben eines Festivals, wie es sich sozusagen, wie es entsteht, wie es sich entfaltet, wie es auch hinter den Kulissen aussieht, Studenten zugänglich zu machen, die sich damit beschäftigen in ihrem Studium. Und ja, es gab Kontakte über Professor Teigler, den ich persönlich schon sehr viele Jahre kenne. Und dann ist die Idee entstanden und im vorigen Jahr haben wir damit begonnen. Und das war ein großer Erfolg, also auch für das Festival selbst, weil es die Wahrnehmung natürlich potenziert. Junge Leute, die im Blog ihre Meinung schreiben zu den Filmen, zu dem, was sie im Festival erfahren, mit den Menschen, mit denen sie in Kontakt kamen, ihre Meinung sagen, eine bessere Verbreitungsmöglichkeit und Publication, würde man ja wahrscheinlich heute so sagen, kann man eigentlich nicht haben. Und mir macht es immer Spaß, mit jungen Menschen einfach auch zusammenzuarbeiten. Ja, dann noch meine letzte Frage zum Punkt Film. Haben Sie dieses Jahr einen Lieblingsfilm? Ja, den habe ich, aber den werde ich nicht verraten. Weil es gibt ja auch Preise und wir haben eine international hochkarätig besetzte Jury. Wir vergeben auch einen deutschen Preis zum zweiten Mal. Einer der ältesten Kinopreise, die es im Osten Deutschlands gibt, den sogenannten Findling. Und natürlich erhoffe ich mir, dass es ein Film sein wird, der dann also durch die kulturellen Kinos in Mecklenburg-Vorpommern und auch hier auf der polnischen Seite, sage ich mal, ein breites Publikum erreicht.
aber ich werde nicht sagen, welcher Film das ist. Vielleicht gibt es dann nur Enttäuschung, weil die Jury etwas anders entschieden hat. Ich bin einfach gespannt, was die Jury entscheidet und würde mich freuen, wenn es mit meinen Wünschen übereinstimmt. Ja, dann bin ich gespannt. Vielleicht verraten Sie es mir nach dem Festival mal. Ja, gerne. Okay. Und dann sage ich vielen Dank für das Interview. Sehr gern. Danke Ihnen auch und ich wünsche den Studenten viel Erfolg und hoffe, dass Sie nächstes Jahr wieder dabei sind. Dankeschön.